Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Bleach Brave Soul Summoning. Zum neuen, also nein, stimmt nicht, nicht zum neuen Banner, aber anlässlich dessen, weil diese Units tatsächlich Premium Pool sind. Zur Sicherheit habe ich auch hier nochmal bei den Draw Rates geschaut. Da findet man dann ganz oben die drei neuen Charakter, nämlich Archon, Mayuri und Kisuke in der Technical Version, so heißen sie. Und ja, deswegen, ich werde mit keinem einzigen Orb reingehen. Aber ich habe ein paar Tickets angespart und ja, um die 800 sind es insgesamt. Und ja, schauen wir mal, was wir kriegen. Natürlich hoffentlich was Gutes. Aber ich denke, wir beginnen. Ja, vielleicht mal switchen wir so ein bisschen rum. Aber wir gehen erstmal mit einem 50er Step hier bei den Brave Soul Summit Tickets. Bitte kein Death Multi. Death Multi, das wäre traurig. Ja, okay. Das für ein Fake Out. Ah, Urine, nur, okay. Könnte besser sein, ehrlich gesagt. Masamura oder so? Ah, ne, Koga. Habe ich den? Ja, okay. Nur ein 5-Star ist hart, aber wir machen mit einem 100er weiter. Und genau 600 Tickets runter. Hauptsache kein Dead Multi, das wäre echt ganz bitter. Bei 100 Tickets, aber ist mir tatsächlich schon mal passiert. Eisenfeld hat sehr gut, das heißt garantiert drei Charakter. Sehr, sehr gut. Okay. Arena? Ja, so ist ja das neue, keine Ahnung. Den habe ich schon. Und das ist. Ah, okay, nee. Okay. Okay, nichts Neues, ja. Aber wenigstens drei Charakter, das ist schon mal schön. Aber jetzt nicht der beste Hull. So, sehr gut. Kein Z-Multi, das wäre traurig. Okay. Wir kriegen kein Fake-Out, das heißt, wir wissen nur, dass maximal einer garantiert ist. Okay. Die ist actually neu, oder? Ich glaube, die ist neu. Boah, okay. Irgendwie so? Auch noch. Oh mein Gott, die Teufel ist ein super guter Link. Ich glaube, ich habe sie noch nicht. Ja, okay. Die habe ich. Oh, 5. Sehr wild. Dich habe ich aber auch. Nicht vergessen, was ich gesagt habe. Sehr gut. Zwei neue Chars und darunter ein sehr, sehr schöner Link. Zumindest habe ich die Soul von ihr als einen solchen Erinnerung. Ich weiß nicht, ob sie Full Stamina Damage hat oder Strong Attack Up, aber auf jeden Fall sollte sie ein stabiler Link sein, wie ich es in Erinnerung habe. Boah, ist der alt? Ich weiß gar nicht. Ich schätze, der ist alt. Also vermutlich die drei Resurrectable. Er wird Resurrectable Unit sein, was sehr schön ist. Ja, guter Start auf jeden Fall für den zweiten Summon. Ah doch, ich mache mal den. Obwohl, nee, mache ich am Ende. Noch ein 100er. Komm, vielleicht haben wir auch ganz viel Glück und ziehen Anniversary Character. Hauptsache nicht Eisen, weil ich habe Eisen 7 oder 8 out of 5. Oh, du Rune. Oh, 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 bitte nicht nein. Das wäre echt ein Chef. Okay, Chat. Ja, okay, keiner neu. Schade. Das war schon ziemlich scheiße, aber egal. Machen wir weiter. Bisher wenigstens kein Dead Multi, dann das ist schon mal schön. Und solange wir auch mehr als einziehen, ist auch schon mal schön. Drei wäre natürlich immer wünschenswert, aber man weiß natürlich nie. Und das ist Ginkaku. Ginkaku einfach, Ikaku meine ich. Nein! Ist, okay, nee, ich freue mich nicht so früh. Ich glaube, das ist nicht der neue. Ich weiß nicht. Ich denke, nein, das ist niemals der neue. Ich hab's gerade echt kurz geglaubt, aber nein, Quatsch. Natürlich nicht. Da habe ich mich kurz baiten lassen. Das wäre zu sick gewesen. Ich habe übrigens auch noch keinen von den Hollows, die dieses Jahr rauskamen, von den, der andere Premium End of the Month Banner. Das ist schon die Wizards, meine ich nicht Hollows. Oh, die habe ich schon 3 oder 5, okay. Das tut weh. Das tut weh. Nur ein Charakter. Okay. Bisher noch gar nicht mal so viel neue. Eisen? Ja, ich glaube Eisen, ne? Ja. Aber es gibt den ersten für Glück. Was habe ich gerade gesagt? Wir skippen den ersten für Glück und ziehen Anniversary Ichigo. Endlich, Bruder, endlich habe ich nicht. Nein. Ich glaube, ich habe jetzt endlich 5 oder 5 den anderen. Oh mein Gott, super. Oh mein, das ist. Alter, endlich habe ich Anniversary Ichigo Tour of 5. Endlich. Es hat sich so gelohnt.
Es hat sich so gelohnt. So ein wichtiges Dupe. Er wäre mein Favorite Dupe, Dupe gewesen. Ich mache wieder Skippen für Glück. Ja. Diesmal nicht geklappt, aber nicht schlimm. Ehrlich, habe ich. Ja, Digga, schon wieder. Uff. Okay, kein schöner letzter Multi. Ja, gehen wir nochmal in die 10er rein. Man weiß ja nie, vielleicht ja was ganz Gutes. Aber der Ichigo, boah, wirklich, also krass. Darüber freue ich mich sehr. Das ist tatsächlich ein 5-Star. Ich glaube, da mache ich den letzten noch nicht. Ja, okay, vergiss nicht. Oh, was? So. Nee, hä? Den habe ich noch nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Naja, nee, vielleicht habe ich ihn echt nicht. Kann sein. Okay. Sehr, sehr gute Ausbeute. Wirklich sehr, sehr gut. Die 10er Götze, tut mir leid, Leute. Die sammeln wir jetzt nicht. Womit beginnen wir? Mit dem hier, mit dem Battle Ready. Ist es Sixer? Ja, Sixer Ticket. Ja, ich denke, da werden wir noch Shit kriegen. Aber mal schauen. Insgesamt Summoning heute sehr gut. Also mit dem Ichigo wirklich, das ist so ein Big Win. Uff, das ist hart scheiße. Krass. Das ist, würde ich sagen, mit die schlechteste Unit, die man kriegen kann, weil man ihn, soweit ich weiß, for free bekommen kann aus dem Arena Shop. Das ist, boah, das ist hart. Okay, Iceberg of Preservation. Oh Gott, ich hab's falsch ausgesprochen. Egal. Wir kriegen, bitte nicht Eisen. Habe ich leider auch schon. Schade. Natürlich neue Units oder gute Dupes wären immer schön, aber ja, war, also die DLL ist jetzt für mich nicht so hype, aber na gut. Schauen wir mal, was kriegen wir noch? Trotzdem, gute Ausbeute, ich beschwere mich nicht. Wenn jetzt noch ein Uryu kommt oder so. Nochmal gut. Okay, jetzt habe ich dich. Ja, kann ich einmal den Slot rerollen. Ach, mache ich auch noch in dem Video, glaube ich. Warum nicht? Beschwere mich auf jeden Fall nicht drüber. Das ist schön. Ich hatte zwar lieber den Byakuya, weil den habe ich erst Tod auf 5 und auch erst kürzlich bekommen. Habe ich, glaube ich, sogar, oder? Habe ich das Video gemacht? Ich weiß nicht. Den habe ich auch schon. Also, der ist nicht schlecht. Ich falsch verstehen, aber. Ja, keine Ahnung. Gibt bessere Chars, vor allem neue. Ich hab echt ganz viele Chars noch nicht. Also. Dann wäre es mal schön, den End of the Month Banner Charakter zu ziehen. Oh mein Gott, das kann nicht sein, ich hab's halt gecallt. Gut, das ist der mein least favorite von denen, natürlich, weil, ja, der hat halt nicht den größten Usage, ich hätte am liebsten die Lisa. Aber trotzdem cool, ich hab's gerade angesprochen und jetzt kriege ich einen. Ich beschwere mich nicht, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön, wirklich. Es geht weiter. Mit. Vielleicht noch einer? Ja, gut. 100 Jahre alt. Und damit haben wir nur noch diese drei Tickets hier. Schauen wir, was sie bringen mögen. Bitte neue Charakter, bitte, bitte. Für Orbs immer wichtig. Und wir haben... Den hatten wir doch schon, oh Gott. Den hatten wir doch auch schon. Oh, das ist hart. Das ist hart, okay. Scheiß Ende, sag ich wie es ist. Das ist echt ein Kackende. Boah, dann gehen wir vielleicht doch noch für den Glück in den 10er-Multi rein. Hier noch die. Mal schauen. Vielleicht wird's ja was. Ich glaube nicht, aber wir belieben, Leute, wir belieben. Actually? Was ist denn los heute? Ah, noch eine Zweifel. Oh, das ist die neue. Ey, cool. Okay, schön. Das ist sehr schön. Einfach drei Seufons hat gezogen, drei neue. Sehr cool. Dann schauen wir mal an, wen wir bekommen haben. Nee, ab. Ist sortiert? Nee, ist nicht richtig sortiert. Warum nicht? Eine Sekunde. Quiet. So, ich glaube. Ah, falsch rum, okay. Ja. Und wie viel Carry? Oh, das ist schon eine Menge Charakter. Ah, dieser Rose, aber einfach, dass man so bei so, also verhältnismäßig wenig Tickets mit so einem großen Fillerpool einfach mehrere doppelt bekommt, ist schon lächerlich. Es hat gestartet mit Koga. So, was waren die besten Units heute? Wir schauen kurz, wie viel neue ich habe. 1, 2, 3. Hier keine dabei.
Hier 4, der Ikaku. 5, der Love. Und 6, die Säufer. Doch, das ist stabil. Und davon auch einige mit Resurrection. Das ist sehr cool. Natürlich, die besten Units heute waren definitiv der Ichigo. Und ja, probably die Säufer hier als Link. Über die freue ich mich auch sehr. Ja, und der Love natürlich. Der Love, stimmt. Den darf man auch nicht vergessen. Aber dann fusen wir mal kurz den Ichigo hier, den ich endlich 5-5 habe. Den nicht. Das wäre jetzt ganz dämliche Verschwendung. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich habe übrigens geplant, demnächst auch mal ein Showcase vom Account zu machen. Müsst ihr mal sagen, ob euch das interessieren würde oder eher nicht. So, und endlich 5-5. Vielleicht noch jetzt Glück beim Rerollen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe da mal sehr viel Pech. Also ich glaube nicht daran, dass wir was Gutes kriegen. Also ja gut, Chance ist ja 2-6. Machen wir es ja? Ja, ich glaube. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ne, sogar 2-5. Hier Fokus oder. Ja, na klar. Aber egal. Sei es so. Nicht schlimm. Ich werde die Unit, denke ich, jetzt eh nicht groß benutzen. Aber trotzdem schade. Na gut. Ja, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und falls ihr gesammelt habt oder vielleicht auch in die Tickets, dann hattet ihr hoffentlich auch viel Glück. Ja, dann sehen wir uns. Wahrscheinlich zu einer Mid-Month-Banner-Analyse wieder. Und damit einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Video.